Heute am Tag der Pflege startet NRW die bundesweite Kampagne der Linken gegen den Pflegenotstand. Die Zustände in der Pflege sind so dermaßen schlimm, dass die Beschäftigten das oft nur wenige Jahre durchhalten. Ich war selber einmal in der Pflege und weiß, wovon ich spreche. Was heute mit Ständen und Aktionen beginnt, wird keine kurze Initiative sein, sondern eine Kampagne, die langen Atem braucht. Bis Politiker wie Gesundheitsminister Spahn sich bereit finden, die Dringlichkeit einzusehen, sind dicke Bretter zu bohren. Wir stellen uns damit auch gegen die mächtigen Pharma- und Krankenhauskonzerne, die Gesundheit zur Ware machen. Wir werden nur dann gemeinsam erfolgreich sein, wenn viele mitmachen und die Kampagne unterstützen. Darum geht auf unsere Kampagnenseite Pflegenotstand stoppen und unterzeichnet unseren Aufruf. Und tragt euch den 22. September im Kalender ein. Da veranstalten wir in NRW eine Pflegekonferenz. Dort wollen wir mit Fachleuten, Betroffenen und euch allen darüber beraten, wie die Lage ist und was weiter getan werden kann. Die Details folgen, bleiben euch auf dem Laufenden und wir machen weiter, bis es im Gesundheitsbereich heißt, Menschen vor Profite.